Die folgenden wahren Begebenheiten wurden durch das Office of Scientific Investigation and Research, OSIR, wissenschaftlich untersucht. Na, schmeckt's dir? Ja, und wie? Rinderfilet ist was ganz Feines, nicht wahr? Es riecht wahnsinnig gut. Unsere neuen Freundin schmeckt es. Verfüttert nicht unser Abendessen. Wollt ihr mal kosten? Ich warte, bis es fertig ist. Ich auch. Ich geh schon ran. Ja, bitte? Hallo, Jeff. Ja, hab ich schon gehört. Ich werde mich gleich morgen darum kümmern. Heute noch? Die Chefetage war damit zufrieden? Ist ja gut. Okay, ich verstehe. Es eilt. Ich komme zu dir und wir gehen es heute Abend noch durch. Ja, ja, Frank ist auch hier. Von einem Dämon besessen. In Besitznahme der menschlichen Seele durch den Teufel ist primitiver Glaube. Trotz wissenschaftlicher Erkenntnisse wird auf Dämonismus zurückgegriffen, wenn es heißt, beängstigende Ereignisse zu klären. Paul Tanner, Softwareentwickler und gemeinsam mit seiner Frau Kelly, Besitzer eines viktorianischen Hauses in San Francisco, ist ein ganz normaler Mann. Aber als die Grundfesten seines Lebens durch die furchterregende Vision eines Teufels erschüttert wurden, nahmen die ihm nahestehenden Menschen an, er sei von einem Dämon besessen. Kämpfte Paul Tanner gegen böse Einflüsse, die Macht über seinen Geist gewinnen wollten? Diese Frage stellte sich das OSIR im Fall Nummer 67102. Gott verdammt, weiche von mir! Potter, helfen Sie ihm, bitte. Mrs. Tanner, es tut mir leid, ich habe mit Exorzismus überhaupt keine Erfahrung. Ich flehe Sie an, Potter, bitte. Wir haben schon alles versucht. Wir wissen genau um Ihre verborgenen Sünden. Potter... Wir durchschauen Ihre Lügen! Mutesque maligne Spiritus, höret mich, ihr Auswüchse der Hölle! Allmächtiger Vater, gib deinen Dienern die Kraft, gegen das Böse dieser Welt zu kämpfen. Ich befehle dir, Dämon, durch Gott, den Allmächtigen, und durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Ich befehle dir, Unhold, gib die Seele Paul Tanners, von der du Besitz ergriffen hast, frei! Exi! Exi! Exi. Sie dürfen Paul nicht allein lassen. Der Teufel lauert hier irgendwo. Mrs. Tanner, ich habe so etwas nie zuvor gesehen. Aber ich werde tun, was ich kann, um seine Seele zu befreien. Ich werde den Vorfall meinem Vorgesetzten schildern. Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg, ihn zu befreien. Connor Doyle, Leiter der Ermittlung. Akte Nummer 67102. Erster Tag. Haus der Tanners. Keine Anzeichen für anomale Energiefelder. Strahlungspegel bewegen sich im normalen Bereich. Keine ungewöhnlichen Umweltbelastungen, die den Ausfall hervorgerufen haben könnten.
Das Umfeld ist gesichert. Wir können sofort mit der Zeugenbefragung beginnen. Gut, fangen wir an. Okay. Was soll ich sagen? Ich meine, ich kenne Paul und seine Frau seit einem halben Jahr. Sie sind völlig normal. In der Zwischenzeit ist es so, dass ich es ahne, wenn es Ihnen befällt. Aber als es das erste Mal passierte, hat es mich überrascht. Wissen Sie, ich bin in den Augen der Kirche kein offizieller Exorzist. Ich verfüge auf dem Gebiet über keine Fachkenntnisse. Er führt sich auf wie ein Geistesgestörter. Er brüllt das Haus zusammen und er wirft Sachen herum. Er ist nicht er selbst, verstehen Sie? Es passierte immer wieder. Und selbstverständlich war das allerletzte, woran ich glauben wollte, dass mein Mann besessen war. Ich meine, ich liebe ihn. Ja, ich denke schon, dass man als gläubiger Christ die Anwesenheit des Teufels spürt. Es ist unerträglich für mich. Eben noch geht es ihm gut und von einer Sekunde zur anderen wird er zu einem Monster, als würde ich ihn nicht kennen. Das ist schrecklich. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, als hätte ich vor irgendwas Angst, als hätte ich irgendetwas gemacht. Was Böses. Bei Paul Tanner war es anders. Ich konnte nicht direkt die Anwesenheit des Teufels fühlen. Und nachdem ich vergeblich versucht habe, den Teufelsgeist auszutreiben, haben wir in der Hoffnung, dass Sie uns helfen können, beschlossen, mit Ihrem Büro in Verbindung zu treten. Ich habe ihn dann zu unserem Arzt ins Krankenhaus gebracht. Er sollte ihn auf den Kopf stellen. Leider hat die Untersuchung nichts gebracht. Er ist vollkommen gesund. Was tut man, wenn man Angst hat vor seinem eigenen Mann? Wissen Sie, ich habe keine Erinnerung daran, außer dass es sehr weh tat. Ich weiß auch nicht, ich verliere völlig die Kontrolle über mich. Ich kann nicht erklären, warum das so ist. Ich hätte gerne ein Glas Wasser. Bericht für die Akten. Der Zeuge Frank Kelterborn, ein Freund der Tanners, wird für die Dauer der Untersuchungen am Ort des Geschehens bleiben, damit Paul Tanner unter ständiger Kontrolle ist. Dr. Corliss, Psychiaterin des OSIR, wird ein psychologisches Gutachten erstellen. Dazu wird sie Paul Tanner in Hypnose versetzen, um herauszubekommen, was ihn in diesen Zustand versetzt. VWXY und entspann dich. Paul, kannst du mich hören? Sein Puls ist weit über 80. Der Patient steht unter hohem physischem und mentalem Stress. Paul, du musst dich entspannen. Du fühlst dich sehr wohl. Du bist ganz entspannt. Es ist der 16. Mai, etwa 18 Uhr. Wo befindest du dich, Paul? Kannst du uns das sagen? In meinem Haus. Im Wohnzimmer. Wer ist bei dir? Es sind Dämonen. Drei Dämonen. Es ist vorbei. Was wollen sie? Meine Seele. Sie wollen mich mitnehmen. Geister, weichen von mir! Paul, komm, wach auf! Akte 67102, zweiter Tag. Untersuchung der Umgebung abgeschlossen. Luft, Wasser und Erdproben zur Feinanalyse ins Hauptquartier geschickt. Keine Auffälligkeiten, Werte im normalen Bereich. Weitere Überwachung des Hauses der Tanners angeordnet. Die Hypnose hat die Aussagen der Zeugen eindeutig bestätigt. Gut, vielleicht hat der Mann psychische Probleme. Nein, das glaube ich nicht. Es ist mehr wie eine traumatische Reaktion auf etwas. Er hat keine psychologische Krankengeschichte. Worauf reagiert er? Die Hintergrunduntersuchung hat nichts Ungewöhnliches ergeben. Dann müssen wir woanders suchen. Was ist mit seiner Arbeit, seinen Beziehungen? Er versucht, einen Vertrag mit einem großen Softwarehersteller zu bekommen. Bis jetzt ohne Erfolg. Vielleicht steht er vor einem Nervenzusammenbruch. Das entspricht nicht seinem psychologischen Profil. Er ist nicht überlastet. Er geht in seiner Arbeit auf. Diese Anfälle sind psychotisch. Vielleicht eine posttraumatische Verwirrung. Wir haben keinen Hinweis auf ein Trauma gefunden.
Was ist mit Pater Martin? Fakt ist, er hat mit Exorzismus keine Erfahrung. Allerdings hat er die Vorgaben der Kirche genau befolgt. Ich glaube, er ist der Meinung, Tanner hat allen religiösen Dingen abgeschworen. Glaubt Pater Martin, Tanner sei besessen? Er hat gesagt, so etwas hätte er noch nicht gesehen. Connor? Ja? Das sollten Sie sich besser ansehen. Die Überwachungskameras haben Sie in Sektor 9. Stellen Sie den Ton an. Frank, ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Es wird immer schlimmer. Ich weiß. Selbst wenn Sie ihm helfen, ich meine, man kann nie wissen. Es könnte trotzdem noch in ihm sein und irgendwann... Es ist zu gefährlich für dich allein mit ihm. Es ist so ungerecht. Stellen Sie den Ton auf. Könnte Ehestress die Ursache für die Anfälle sein? Eine Variable, die wir in Betracht ziehen sollten. Tut mir leid. Ich glaube nicht, dass die Kombination aus Ehe- und Berufsstress für die Vorfälle verantwortlich ist. Ich unterbreche Sie nur ungern, aber da entwickelt sich was. Nein! 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 Verschwinde! Mach, dass du mich rauskommst! Mach, dass du mich rauskommst! Ich werde nicht mit euch kommen! Spritzen Sie ihm was! Ich werde nicht mit euch kommen! Ihr sollt von hier verschwinden! Machen Sie schon! Ihr sollt verschwinden! Ich werde nicht mit euch kommen! Ah! 5, 4, 3, 2... Sie können ihn jetzt nach oben bringen. Heute Nacht sollte jemand bei ihm bleiben. Ich will nicht mitgehen. Bald geht es ihm besser. Zwischenbericht. Ich bin besorgt darüber, dass Kelly Tanner plötzlich dieselben psychotischen Störungen aufweist wie ihr Mann. Dr. Corliss hat beide nach dem Ausfall untersucht und bei Paul eine ausgerenkte Schulter diagnostiziert. Zu ihrer eigenen Sicherheit hat man beide unter Beruhigungsmittel gestellt und sie werden rund um die Uhr beobachtet. Blutproben sind im Zentrallabor. Erwarten das Ergebnis in 24 Stunden. Das Phänomen breitet sich aus? Schwer zu sagen. Klassische Formen der Besessenheit betreffen meist nur eine Person. Könnte es eine Form der Schizophrenie sein? Wenig wahrscheinlich. Dann hätten die psychiatrischen Untersuchungen etwas ergeben. Und wir haben psychischen Stress als Ursache ausgeschlossen. Also ist eine Übertragung von Pauls Verhalten auf Kelly völlig ausgeschlossen. Wir brauchen mehr Daten. Donna, bleiben Sie dran. Okay. Exorzismus hat Paul wieder zur Besinnung gebracht. In einem solchen Stadium ist alles möglich. Daran sollten wir immer denken. Frank, Sie dürfen das Haus nicht verlassen. Ach, kommen Sie. Ich muss mal allein sein. Es tut mir leid, ich habe meine Vorschriften. Schon gut, lassen Sie ihn. Was gibt's, Frank? Ich werde langsam verrückt in diesem Haus. Ja. Das kann ein Mürbe machen. Wie geht es Kelly und Paul? Sie stehen unter Beruhigungsmitteln. Hören Sie, Professor. Ich bin nicht besonders religiös. Aber wenn ein Dämon von der Seele der beiden Besitz ergriffen hat... Sie glauben, Sie wären der Nächste? Wenn es sich ausbreitet? Die Chance, dass dämonische Besessenheit übertragen wird, ist gering. Keine Sorge. Ich habe mitten in der Nacht Schreie gehört. Sie kamen aus dem Haus der Tanners und Porzellan ist zerbrochen. Irgendwann werden sie sich umbringen. Haben Sie merkwürdige Lichter gesehen oder Rauch? Die Tanners haben sich angebrüllt. So verrückt, dass es in dieser ruhigen Gegend nicht zugegangen, seit 89 das Erdbeben war. Kennen Sie Ihren Nachbarn? Immer wenn ich klingel, ist niemand da. Nein, die habe ich noch nie gesehen. Wenn Sie sie antreffen, Sie sollen den Rasen mähen. Wonach suchen wir? Vielleicht sollten wir einen Bauingenieur hinzuziehen. Es ist nicht gerade mein Fachgebiet, aber ein Nachbar hat leichte Erdstöße bemerkt.
Gut, aber das erklärt nicht, was hier vor sich geht. Es zieht, spüren Sie das? Scheint von da drüben zu kommen. In der Wand ist ein ziemlich großes Loch. Verdammt! Sind Sie gegen Tetanus geimpft? Ich wusste, dass ich ein Händchen für Tiere habe. Keine Sorge, Liebling, wir stehen das schon durch. Kelly, wie geht es dir? Eigentlich ganz gut. Ich bin nur müde. Wir fühlen uns besser. Freut mich zu hören. Oh Mann, habe ich das Chaos angerichtet? Ja, Paul, das haben Sie. Mein Gott, ich kann mich an nichts erinnern. Wann wird das aufhören? Ich habe Angst. Donahue, was ist los? Was ist passiert? Donna, hören Sie mich? Wir sind im Keller, Alarmstufe rot. Ich wiederhole, Alarmstufe rot. Warten Sie hier. Er ist zusammengebrochen und fing an zu schreien. Gefahrenzone rot, im Keller. Ich fühle sie auf meiner Haut. Oh Gott, dieser Ton. Es klingt so rot. Es klingt so schrecklich rot. Es schmeckt so hell. Ray? Ray, wir sind es. Dieses Rot. Geh weg. Es will mich mitnehmen. Zwischenbericht. Wir haben noch immer keinen Anhaltspunkt dafür, wie dieses Phänomen übertragen wird. Die Chemikerin des Teams, Sandra Miles, wird die Blutproben der Tenners mit der unseres Sicherheitskoordinators Ray Donahue vergleichen. Kommen Sie, die Analyse der Blutprobe ist da. Wurde aber auch Zeit. Körperfunktion weiterhin normal. Verdammt! Das kann doch nicht sein, keine fremden Substanzen. Moment, was hat Donahue gesagt, bevor er zusammenbrach? Irgendetwas über Farben. Er hat gesagt, dass es rot klingt und rot schmeckt. Es ist vielleicht Synästhesie. Ich lege einen ultravioletten Filter über die Proben. Lysergsäure-Diethylamid? LSD? Das ist es. Unter dem Einfluss dieser Droge kommt es zu Halluzinationen. Man kann Farben schmecken oder auch Töne. Warum haben wir die Droge nicht früher gefunden? Sie muss vollständig verbraucht gewesen sein, als die Analyse gemacht wurde. Die Tanners haben auch LSD im Blut. Wir haben uns auf den Bericht des Hausarztes und auf die erste Analyse verlassen. Was lehrt uns das? Wir müssen die Analysen öfter wiederholen. Aber warum diese Neigung zu Gewalttätigkeiten? Wenn man nicht weiß, dass man die Droge zu sich genommen hat, kann man darauf panisch reagieren. Wir waren auf einem Horrortrip. Wir müssen den Übertragungsweg finden. Die Aufnahme kann auf verschiedene Art passieren. Am häufigsten nimmt man es durch die Haut auf. Dann stellen wir das Haus auf den Kopf. Mit Hilfe einer UV-Lampe machen wir die kleinste Spur der Droge sichtbar. Wir suchen jeden Millimeter ab, ist das klar? Mhm. Vierter Tag. Wir untersuchen noch einmal das Haus der Tanners auf ungewöhnliche Substanzen. Aber vor allem richten wir unser Augenmerk auf LSD. In reinem Zustand wird sich die Droge fluoreszierend auf unserem Bildschirm zeigen. Riechen Sie mit der Lampe in jeden Winkel. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir finden. Alles in Ordnung. Videoübertragung funktioniert. Wir befinden uns im Erdgeschoss. Wir empfangen ein Signal aus West. Dort befindet sich das... Das Esszimmer. Schneide mit. Nähere mich dem Raum. Einen Moment. Die Werte steigen sehr schnell an. Positiv. Komm in den roten Bereich. Sieht aus, als wäre die Katze die Übeltäterin. Diese verdammte Katze ist schuld? Es klingt unglaublich, aber sie ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Überträger. Alle Personen haben vor ihren Anfällen Körperkontakt mit dem Tier gehabt. Mhm. Sieht aus, als hätten wir den Übertragungsweg gefunden. Aber wie kommt das Tier mit der Chemikalie in Berührung? Periskopuntersuchung läuft. In ein paar Minuten haben wir die ersten Bilder. Die Wohnhäuser haben oft gemeinsame Rohrleitungen für Abwasser und so weiter. Durch Fundamentserschütterungen, vielleicht durch ein Erdbeben, ist das Loch in der Wand entstanden. Groß genug für eine Katze.
Es geht los. Was halten Sie davon? Das ist ein Drogenlabor. Die Katze hatte den Weg in das Labor gefunden und ist dort mit hochkonzentrierten Dosen der Chemikalien in Kontakt gekommen. Jeder, der mit dem Fell des Tieres in Berührung kam, wurde mit LSD verseucht. Ironischerweise zeigt die Droge bei Katzen keine Wirkung. Umgekehrt reagieren ja auch Menschen nicht so verrückt auf Baldrian wie Katzen. Der Hersteller der Droge wurde verhaftet und vor Gericht gestellt. Die Tenners haben ihren inneren Frieden wiedergefunden und keine Angst mehr vor Horrortrips. Leiter der Ermittlung Connor Doyle schließt Akte Nummer 67102. Also war der Teufel, gegen den Paul und Kelly Tanner kämpften, nicht dämonischen Ursprungs, sondern Produkt der pharmazeutischen Technologie. Furcht und Verfolgungswahn, oft in Zusammenhang mit einem religiösen Element, sind Reaktionen auf bewusstseinserweiternde Drogen. Ein Beispiel ist die Hysterie der Hexenverfolgung von Salem 1692. Historiker nehmen an, dass sie durch den Genuss des Mutterkornpilzes verursacht wurde, dessen Derivat LSD ist. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten den Tenners zwar eine Erklärung für die Vorfälle geben, aber Paul und Kelly sind durch die Hölle gegangen und ihre Visionen wurden nicht weniger beängstigend, nicht weniger real. Mein Gott, die Party war die reinste Zeitverschwendung. Du hast doch immer gesagt, das wäre der Preis für gute Geschäfte. Ein hoher Preis, den man zahlt. Das nächste Mal, wenn ich mich mit Ralph Henwick und seinem aufgeblasenen Partnern treffe, würde ich ihn am liebsten in den Allerwertesten treten. Tu mir den Gefallen und behalte wenigstens ein Auge auf der Straße. Hast du das gesehen? Was? Na eben, auf der Straße. Ich hätte schwören können. War für heute Nacht Sturm angesagt? Wir bauen noch einen Unfall. Guck nach vorn. Helmet euch hinweg! Welch Ungeheuer. Gehen Sie aus dem Weg. Was seid ihr, ein Drache? Nicht doch. Lasset mich bitte in Frieden. Was haben Sie für ein Problem? Im Namen Gottes. Nein, tut mir nichts. Sie sollen die Straße frei machen. Im Namen Gottes. Helft mir. Zeitreise ist ein Begriff, der unsere Fantasie gern Blüten treiben lässt. Autoren von Science-Fiction-Romanen schildern Zeitreisende als mutige Abenteurer, die die Zukunft erobern oder auch die Vergangenheit verbessern wollen. Doch wie ergeht es einem einfachen Mann, wenn er aus seiner Zeit gerissen und in die Zukunft geworfen wird? Gequält durch den plötzlichen Verlust der Familie und von einer fremden, bedrohlichen Welt gepeinigt. 36 Stunden nach dem Auffinden des orientierungslosen Mannes im wunderschönen England waren fähige Mitarbeiter des OSIR vor Ort, um zu untersuchen, ob seine Raserei, die Wahnvorstellung eines Verrückten oder das verzweifelte Flehen eines Reisenden wider Willen war. Akte Nummer 10103, Leiter der Ermittlung Connor Doyle, erster Tag. Das Subjekt wurde in Bedfordshire County, England, verwirrt aufgefunden. Die Untersuchung hat Dr. Robert Steen veranlasst, den Patienten in die McMartin-Klinik einzuweisen, eine Psychiatrie. Nach weiterer Behandlung des Mannes hielt es Dr. Steen für angebracht, das OSIR einzuschalten. Professor Doyle, nehme ich an. Dr. Steen. Willkommen in der McMartin-Klinik. Wir wissen Ihre Kooperation zu schätzen. Wir brauchen die Namen aller, die Kontakt zu dem Mann hatten, sowie seine persönlichen Gegenstände, seine Kleidung. Ich werde das arrangieren. Die Verfassung des Mannes ist stabil. Er ist nur ein bisschen verwirrt. Er spricht unsere Sprache, allerdings etwas altertümlich. Mrs. Donner, beschäftigen Sie sich damit. Ich habe Steens Bericht gelesen, dieser, wie heißt er? Henry Hahn. Komplizierte Geschichte. Ist doch ganz einfach. Eben war er noch auf seiner Farm und plötzlich steht er vor einem metallenen Ungeheuer. Und was war das? Ein Auto mit einem Ehepaar drin. Ach, die Boswells. Viel haben Sie nicht gesagt. Wir müssen noch mal mit Ihnen reden. Erledigen Sie das. Ich hoffe, wir haben den weiten Weg nicht umsonst gemacht. Mr. Henry Hahn, wir möchten Ihnen helfen. Ich bitte euch, Sir, ihr habt ausreichend Scherz mit mir getrieben. Beendet diesen grässlichen Albtraum. Bitte bringt mich zurück zu meiner Farm. Mr. Hanrahan, wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich bin ein Freund von Späßen, aber das geht zu weit. Donna, was haben Sie für einen Eindruck von dem Mann?
Ich glaube nicht, dass sie uns was vormacht. Bitte, Sir, können Sie uns erzählen, was passiert ist? Sagen Sie uns, woran Sie sich erinnern. Ich weiß es nicht. Ich wüsste auch gern, was mit mir passiert ist. Wir fuhren von einer Party nach Hause. Es war mitten in der Nacht, bestimmt genauso angezogen zwei oder drei Uhr. Auf diesen Bildern im Pharma-Museum. Zuerst habe ich gedacht, was für ein Auftritt. Doch auf einmal bekam er einen hysterischen Anfall. Wir konnten den Mann nicht identifizieren. Offensichtlich ist er nirgendwo registriert. Es sind weder Fingerabdrücke vorhanden, noch ist er als vermisst gemeldet worden. Und wir finden keine Zahnarztunterlagen von ihm. Das ist sehr merkwürdig. Ich meine, jeder ist doch schon mal beim Zahnarzt gewesen. Der Mann ist in allen Sitzungen bei seinen Behauptungen geblieben. Es ist selbst mir noch nicht untergekommen, dass jemand meint, im 17. Jahrhundert zu leben. Wie heißen Sie? Ich bin John Hanrahan aus Bedfordshire, Sir. Können Sie mir sagen, wie alt Sie sind? Ich bin 30 und 5 Jahre. Wo wohnen Sie? Meine Farm befindet sich unweit des Ortes Spottiswood. Tag der Geburt? Ich wurde geboren am 5. Tag des April im Jahre des Herrn 1612. Wie sind Sie hierher gekommen? Das kann ich euch nicht sagen. Gott helfe mir. Gott helfe mir. Laut physiologischem Untersuchungsbericht wurden weder bekannte Antikörper noch Bakterien gefunden. Das ist bemerkenswert. Wer weiß, woher er kommt. Die Umweltbelastung ist in entlegenen Provinzen geringer. Peter? In dieser Gegend gibt es keine Abweichungen der Belastung, keinen Giftmüll, keine giftigen Gase, keine ungewöhnliche Konzentration von Energiefeldern. Donner? Der Mann reagiert auf moderne Technik verwirrt, als hätte er das nie zuvor gesehen. Selbst wenn er ein einsames Dasein abgelegen im Hochland führen würde, könnte er nicht so weltfremd sein. Und sein Sprachmuster entspricht dem eines Farmers aus dem 17. Jahrhundert. Interessant. Ich habe die Archive der Gegend durchforstet und ich bin darauf gestoßen, dass ein Farmer namens John Hanrahan zwischen 1612 und 1647 hier gelebt hat. Hätte der Mann an die Informationen kommen können? Einfach wäre das nicht gewesen. Es wäre möglich, dass es sich um Betrug handelt. Ich habe gedacht, ich sehe mich mal auf den Gehöften in der Gegend um und versuche, Querverbindungen zu den Archivfunden herzustellen. Gut. Dr. Hendricks? Der Mann steht unter psychischem Druck. Ich bin dabei, Untersuchungen zu machen, um seine Psychodynamik zu interpretieren, aber alle bisherigen Ergebnisse unterstützen die Geschichte des Mannes. Hat die Hypnose irgendetwas gebracht? Nein, leider nicht. Ich habe es nicht geschafft, an sein Unterbewusstsein ranzukommen. Versuchen Sie es immer wieder. Akte Nummer 10103, Leiter der Ermittlung Connor Doyle, 4. Tag. Wir hoffen, durch Hypnose zu erfahren, was in der fraglichen Nacht mit dem Mann geschehen ist. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Meine Farm, Sir. Ich muss den Weg zum Haus wieder begehbar machen. Warum? Das Ungewitter hat einen Baum entwurzelt. Wann war der Sturm? Während der letzten Nacht. Gütiger Gott. Was sehen Sie? Ein Licht. Sagen Sie mir, was passiert. Was sehen Sie? Als hätte jemand ein Kiesel ins Wasser geworfen, aber es gibt dort gar kein Wasser. Es umgibt mich. Hilf mir! Ganz ruhig, entspannen Sie sich. Bitte fahren Sie fort. Mein Gott, Sie sind alle verschwunden. Mein Haus, meine Familie,
Sie sind fort. Wo befinden Sie sich? Ich bin auf meinem Feld. Aber alles sieht so anders aus. Ich sehe ein helles Licht. Wo? Wo bin ich nur? Das ist nicht mein Feld. Wo bin ich nur? Wo bin ich? Unsere Bitte kommen Sie rein. Wir wissen zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Es ist ein wichtiges Projekt für die historische Gesellschaft der Universität. Ich helfe gern, unser geschichtliches Erbe zu erhalten. Das Haupthaus wurde 1809 erbaut. Aha. Und was war vorher hier? Nur Felder und Wiesen. Tee? Sehr gern, vielen Dank. Doyle, Sie werden es nicht glauben. Hier hängt ein Bild von ihm. Sie meinen, es sieht ihm ähnlich. Punkt für Sie. Sollen wir die Familie einweihen? Nein, im Moment ist es noch zu früh. Finden Sie alles über die Familiengeschichte raus. Augenblick. Ich bekomme gerade den Abstammungsbericht. Die Lester sind Nachkommen eines John Hanrahan. Das ist meine Tochter Megan. Und ich habe unseren Familienstammbaum gefunden. Ah. Und wer ist der Gentleman auf dem Porträt, wenn Sie erlauben, dass ich frage? Stuart Lester ist das. Das Bild wurde 1731 gemalt. Er hat die erste Gerstenmühle in der Region errichtet. Er wurde verehrt und von Queen Anne zum Ritter geschlagen. Wissen Sie etwas über seine Eltern? Die Mutter von Sir Stuart Regina wurde im Alter von 7 Jahren waise. Ihr Vater wurde vermisst und ihre Mutter starb an Schwindsucht. Regina wurde von einer Tante aufgezogen. Sie kennen nicht zufällig den Namen ihres vermissten Vaters. Die Leute sagen, er sei ausgewandert, wahrscheinlich nach Amerika. Wirklich? Was erzählst du da, Megan? Das ist nicht mehr als dummes Geschwätz. In Wahrheit weiß niemand, warum John Hanrahan seine Familie verlassen hat. Das sind die Symptome einer posttraumatischen Verwirrung durch Stress. Er kann einfach nicht fassen, was mit ihm passiert ist. Aber er fängt an, Ihnen zu vertrauen. Ja, ich glaube schon. Hier ist der Laborbericht über seine Kleidung und persönlichen Gegenstände. Die Sachen sind historisch, aber nicht alt. Was heißt das? Das Gewebe stammt aus der damaligen Zeit, aber es ist nicht mehr als 10 Jahre alt. Das wäre schwer hinzukriegen. Aber unmöglich ist es nicht. Ich fahre am besten zu Mrs. Lester und werde versuchen, die Familie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Das ist vollkommen absurd. So habe ich auch reagiert, Mrs. Lester. Wollen Sie damit andeuten, dass der Mann der John Hanrahan ist? Das ist wirklich absurd. Es ist im Bereich des Möglichen. Der Beweis wäre ein vergleichender DNA-Test. Das reicht, Mr. Doyle. Es ist besser, wenn Sie gehen. Mrs. Lester, denken Sie darüber nach. Ich glaube, ich würde genauso reagieren wie Mrs. Lester. Es klingt ja auch verrückt. Wir sollten Ihre Vergangenheit unter die Lupe nehmen. Familiäre Konflikte, ja. Machtkämpfe und so weiter. Entschuldigen Sie! Ja, Megan, was ist? Ich muss mich für meine Mutter entschuldigen. Sie ist manchmal etwas engstirnig. Und du? Hast du verstanden, worum es geht? Professor Doyle, ist dieser Mann wirklich aus einer anderen Zeit gekommen? Das versuchen wir herauszufinden. Und der DNA-Test würde helfen, das Geheimnis um den Mann zu lüften? Ja, Megan, das würde er. Zwischenbericht. Die DNA-Tests von John Hanrahan und eines seiner möglichen Nachkommen zeigen durchgehende Übereinstimmung in den Mustern. Bitte, hier ist der Kaffee, den Sie so sehr schätzen gelernt haben. Ich danke euch, Sir. Mr. Hanrahan. Sir, nennt mich John, so ihr wollt. Es ist der Name, bei dem mich Freunde rufen. John, was halten Sie von all dem um Sie herum?
Ich sehe Verdammnis, aber auch Wunder. Ich sehe schlechte Männer und auch Heilige. Sie gebrauchen religiöse Begriffe für das, was Sie sehen. Sind die wirklich zutreffend? Oh ja, das sind sie. Nun weiß ich, dass ich im Fegefeuer bin. Die Vorhölle entweder zu den Himmelstoren oder der Verdammnis in der Hölle. Sie meinen, Sie sind tot? Daran hege ich keinen Zweifel. Und ihr, Sir, ihr seid mein Richter. Entscheidet, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. John, ich bitte euch, erspart euch die List. Ich werde euch nicht enttäuschen, ich schwöre bei Gott. Ihr seid ein guter Geist. Und ihr werdet mir meinen Weg zu den Engelschören zeigen. Aber ich bin weder Engel noch ein Heiliger. Ich bin ein Mensch. Ich bin Arzt. Ich erkenne an dem besonderen Glanz in euren Augen, dass ihr Kenntnis habt von der großen Reise der Menschen ins Jenseits. Ich weiß, ihr werdet mir den Weg zeigen. Das ist die heutige Karte von Bedfordshire. Die Folie zeigt es um 1638. Das hier ist Spotswood, wo die Farm von Hanrahan gelegen hat. Und an diesem Punkt haben die Boswells ihn gefunden. Wurde das Gebiet, wo seine Farm war, auch untersucht? Wir haben keine Abweichungen festgestellt. Alles war normal. Wenn Mr. Hanrahan uns zeigen könnte, an welchem Punkt genau er aufgetaucht ist... Führen Sie die Tests mit ihm vor Ort durch. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. John, Sie müssen uns den Ort zeigen, wo Sie sich wiedergefunden haben, nachdem Sie das Licht gesehen hatten. Ich weiß nicht, ob ich das vermag, Sir, aber ich werde mich bemühen. Vielen Dank. Ihr stellt mich wieder auf die Probe. Doch ich werde eure Gunst zu gewinnen wissen. John, hören Sie, Sie sind nicht tot und ich bin nicht der Wächter über die himmlischen Tore. Verstehen Sie? John, ich versuche Ihnen zu helfen. Das habt ihr bereits. Alle Umgebungswerte normal. Danke. Wie sehen seine Körperfunktionen aus? Beschleunigter Herzschlag. Blutdruck und Temperatur erhöht. Ansonsten alles normal. Dies ist mein Land. Mein Heim. Ich habe diesen Turm mit meinen eigenen Händen errichtet. Ich kenne ihn gut. Wir können hier nichts mehr tun. Dann habe ich versagt. Und alles ist verloren. John, warten Sie! Kommen Sie zurück! Ich will nach Hause! Kommen Sie, Mr. Henry. Kommen Sie bitte. Alle geophysikalischen Aufzeichnungen sind okay. Keine Verschiebung der Materie oder Zeit. Und Ihre Theorie? Ich bin mir noch nicht sicher. Es wäre möglich, dass sein Unterbewusstsein seinen Körper von einem Punkt zum anderen transportiert hat. Dann hätten wir es mit Psychokinese zu tun. Was ist mit körperlicher Verdopplung, einer Form von Reinkarnation? Durch unterbewussten Zwang erlangt er das Wissen eines vergangenen Lebens und verbindet es mit seinem heutigen. Wir haben nicht die Beweise für eine wissenschaftliche Theorie. Wir können ihn nicht zurückbringen, wenn er aus der Vergangenheit kommen sollte. Wir müssen ihm helfen, sich einzugewöhnen. Hanrahan leidet unter einer hochtraumatischen Erfahrung. Wir müssen sehr sensibel an die Integration herangehen.
Ich möchte, dass er verlegt wird in eine freundlichere Umgebung. Ich rede mit dem Hauptquartier. Das wird seine Lebensgeister wecken. Er wird überglücklich sein, dieses Verlies zu verlassen. Schließen Sie bitte die Tür auf. Schickt sofort einen Arzt in die geschlossene Abteilung. Wir haben einen Selbstmord. Akte Nummer 10103. Professor Connor Doyle. Abschlussbericht. Die Autopsie der Leiche unterstützt die Theorie, dass John Hanrahan vor über 300 Jahren gelebt hat. Zellstruktur, Ergebnis der Enzym- und Blutuntersuchung sind identisch mit denen eines Erwachsenen aus dem 17. Jahrhundert. Wie ist er in die Gegenwart gelangt? Wir können nur spekulieren, dass er einem Phänomen unterworfen war, das ihn auf eine Zeitreise schickte. Dieses Phänomen, was immer es gewesen ist, bleibt unidentifiziert. Doyle, Ende. Gute Kinder. Und Ihre Frau? Oh, Marion. Meine süße, kostbare Marion. Sie hatte die blauesten Augen der Welt. Oh, wie gern würde ich meine Farm wiedersehen. Meine Frau und meine Kinder. Oh, meine süße Marion. Werde ich dich je wiedersehen? Meine süße Marion. Das Office of Scientific Investigation and Research konnte nicht ermitteln, warum John Hanrahan diese unglückliche Reise machen musste. Aber da die Werke von Einstein, Rosen und Hawking es nahelegen, dass das Gewebe von Raum und Zeit gekrümmt werden kann, war der Mann vielleicht unglücklich genug, um über eine Falte dieses Gewebes zu stolpern. Was auch immer der Grund war, Hanrahans tragische Erfahrung lehrt uns, dass es nur in Science-Fiction-Romanen ein spannendes Abenteuer ist, eine Zeitreise zu machen. Das war Dan Aykroyd für Psi-Factor.